Hallo Leute und herzlich willkommen, das ist mein Kanal und abonniert mich bitte. Heute geht es um den Hype Kryptowährung und Ethereum und ETH und BTC, Bitcoin. Und sie sind in den letzten Wochen, haben sie Skandal gehabt, sie sind gesunken und zwar um 8000 Euro der eine und der andere knapp um 700 Euro oder so, der Ethereum und der Bitcoin knapp um 8000 Euro. Was ich dazu sagen muss, Leute, bitte nicht verkaufen, weil ja, wer ihn teuer gekauft hat, sollte ihn nicht billig wieder verkaufen. Der Mensch ist eine Zockernatur und das riecht die Börse und der wird auch wieder nach oben steigen, ja. Und das ist halt normal für eine Kryptowährung, also das ist normal für den Bitcoin, wir kennen es nicht anders von ihm. Er steigt, er steigt, er steigt, er steigt, er fällt und er steigt wieder und dann steigt er wieder noch höher. Das ist ganz normal für eine Kryptowährung, für den Bitcoin ist das ganz normal. Wir kennen es alle von Ihnen, also behalten. Und wer ihn noch nicht gekauft hat, jetzt kaufen. Er ist gerade billiger geworden. Kann man nur Profit mitmachen. Ethereum dasselbe, ETH. Bitte kaufen, weil es macht einfach Sinn und es ist einfach so, dass das sich am Ende noch rendieren wird. Und ETH ist natürlich genau das Richtige für Neueinsteiger, die das mit den Bitcoin halt noch nicht so ganz wahrgenommen haben. Aber jetzt in die Kryptowährung mit einsteigen wollen, ist Ethereum genau das Richtige. Und Bitcoin wird auch wieder nach oben steigen, na klar. Und wenn es nach mir, also was ich glaube, schaffen zwei Kryptowährungen und das sind genau die beiden, die auf den Markt kommen und an denen man am Ende in den Laden geht und an die Kasse bezahlt mit Bitcoin und Ethereum, je nach Kurs. Der Kurs fällt bei Bitcoin und bei Ethereum genauso wie in der Türkei Lira und Euro, wie man in Euro und Lira investiert. Das ist genau der gleiche Kurs. Mal sackt der Kurs ab und mal steigt er wieder hoch. Es kommt ganz auf den Tourismus drauf an, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Bloß nicht verkaufen. Es ist noch kein kompletter Börsencrash. Es ist einfach nur das ist eine ganz normale Art von Bitcoin, die er halt nun mal so hat. Und wer die Chance hat, um billig zu kaufen, würde ich kaufen, ja. Also, bis dann, Leute. Viel Spaß auf meinem Kanal. Tschüss.